dieser Adligen den Hof. Oh. Sicher wie die Sonne aufgeht. Dann kannst du ja für deinen Bruder mal die Schicht übernehmen, ne? Wenn er der Adligen den Hof macht. Die heiße Mittagssonne wirft keine weise Worte. Horizon Zero Dawn. Ah, ich habe gerade eben schon den Lieben hier gesagt, dass ich heute gemütlich drauf bin, dass wir heute mal ein paar andere Sachen ausprobieren werden, eventuell mal ein paar Reittiere. Eigentlich hatte ich auch noch erzählt, dass ich zu einem Händler möchte. Wir sind hier nicht im Wilden Osten, benimm dich lieber. Du siehst aus, als wärst du ausgeruht und zu allem bereit. Dem ist so. Wo haben wir hier einen Händler? Da drüben scheint einer zu sein. Bisschen Plunder verkaufen. Und dann machen wir auf jeden Fall die Quest weiter. Definitely. Hallo Nobard. Ja, neue Varianten zu sterben werden wir heute ausprobieren. Wir werden heute auch ganz andere Varianten des Sterbens ausprobieren. Und einfach mal sterben. Einfach so. Waffenoutfits, Rohstoffe. Wir wollen aber verkaufen. Rohstoffe, pass mal auf. Da müssen wir so komisch durchwühlen, ne? Zum Verkauf. Wo war das? Ja, cool. Wir konnten hier anwählen. Und dann gemeinsam verkaufen. Erstmal alles herstellen, was wir so brauchen, denke ich. Und dann holen wir uns mal die Teile, die wir da noch brauchen, von diesem komischen Zerstörer. Ich finde das ein bisschen aufwendig. Vielleicht habe ich ja diese Sortierungsfunktion noch nicht ganz verstanden. Kann sein. Aber ganz ehrlich, ist ein bisschen aufwendig. Kann man natürlich auch zum Meditieren verwenden, ne? So ein bisschen runterkommen und Ruhe und so. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann... Na, komm, wir kommen ja dann weiter in der Jagdloge. Ich hatte gerade so den Gedankengang, ja, wir haben ja die anderen Jagdaufträge nicht erledigt und so. Eventuell wird uns das noch zum Verhängnis, aber okay. Markierte Objekte verkaufen. Schnapp ihm da mal so 840 Punkte. Okay, Waffen. Haben wir irgendwas, was wir eigentlich nicht brauchen? Wir hätten eine blaue Schleuder, die ich immer noch nicht verwendet habe und die haben wir auch noch nicht aufgepimpt. Und bei einigen Gegnern wäre die eventuell sogar wirklich zu gebrauchen. Outfits. Modifications. Da haben wir sie doch. Können wir alle verkaufen, die Grünen. Ungeachtet der Situation und ungeachtet ihrer Fähigkeiten sind die Grünen echt ein bisschen so. Fallen und Tränke, okay. Bam, 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 wollen wir aber nicht verkaufen. Könnten mal bei den Waffen schauen, was hier so zur Verfügung ist. Alles. Schattensprengschleuder. Assler. Ja, aber den besitzen wir ja. Es gibt eine Schattenschleuder und eine Sprengschleuder. Krass. Oh, ganz schöne Schaden. Ganz schöner Schaden, den die austeilt. Je nach Munition. Ah, die hat halt also wirklich nur Bam. In verschiedener Art und Weise. Höchstwahrscheinlich normal, haftend und Bewegung oder Zeit oder so. Könnte sein. Der hier hat halt wieder die Elemente-Schäden dabei. Feuer, Strom und Eis. Elemente. Okay. Verkauft haben wir. Wir brauchen im Moment nichts kaufen. Wir werden am Waffenrad mal eben alles herstellen. Was wir können. Kabel fehlt schon. Da uns aber nicht so viel fehlt, außer Kabel, bla 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 bla. Guck mal, wir haben hier sogar, wir können sogar nicht richtig hardcore Pfeile herstellen, aber keine normalen. Okay. Sind voll. Was sollen wir da noch brauchen? Pass auf, erstmal auf normale Pfeile gehen. Weil wenn ich ein Wildschwein killen will oder so, hab ne? Hab ich dann als Kind mal ein Langbein verfolgt?
Was? Nein. Ein Trauma würde wenigstens erklären, warum du vor perfekten Teilen zurückschreckst. Der Einzige, der zurückschreckt, bist du. Vor gesundem Menschenverstand. Ich bin von adligem Blut. Ich kann nicht mehr sein. Lehnen wir ab. Du, die Einzige sind die Richtung. Waren, schön. Sondern lebensnotwendige Dinge. Und keine Waren, sondern lebensnotwendige. Gut. Da brauchen wir aber gute Stiefel. Gott. Ja, gut. Fuck. In hier. Das Osam, was Fallbrecherin Outfit schützt gegen Geschossangriff. Na dann. Du. Und an alle, die gleich rüber wechseln zu Dano, viel Spaß. Naja, bla bla. Ich muss mich gerade mal sammeln. Ich krieg das alles noch nicht auf die Reihe hier. Wir müssen gegen so einen komischen Hardcore ins Feld ziehen. Analysieren wir erstmal und stellen Fallen, ne? Die noch einmal einen Blick hier über alles werfen, okay. Sieht eigentlich somit gut aus. Und bald sind wir da. Magie. Und eine hiervon. Ja, Hammer. Ich bin nicht da. Alter. Ich könnte eigentlich direkt mal so ein bisschen zum Warm werden, ne? Hier hinten lang, geil. Hinter dem Felsen, okay. Wir werden ihn nur mit einer Falle irgendwie locken können. Danach ist das Laufen und Schießen eröffnet. Wir nehmen erstmal so einen Panzerbrecher. Jetzt jagen sie mich. Hi. Gut, dass ich erstmal warm werde. Ich hatte die Hoffnung, dass er so wie Spider-Man an der Wand vorbei, aber
Bon! Unfair. Keine Heiltränke, ich bin echt klug. Herstellen. Fallen und Tränke, da fehlt mir bestimmt wieder fettes Fleisch oder so. Ey, geht. Einmal darf ich. Rest in peace. Ja, so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Ach, guck mal. Okay. Weil er nicht in die gleiche Richtung weitergehen wird. Er wird sich logischerweise dann einen anderen Weg suchen oder halt nach mir Ausschau halten und dadurch seinen Weg verändern. Aber können wir gleich mal machen. Und außerdem macht das viel mehr Spaß. Es ist wenigstens so... Da hat man noch was von, verstehst du? Also, okay. Nein, ich brauche den hier. Die sind nicht billig. Da komme ich genau in sein Sichtfeld. Ja, das wollte ich vermeiden. Aber der war schneller als ich. Okay, nicht so rum. Oh, haben wir schon mal ein paar Sachen gesammelt? Können wir wenigstens einen Fortschritt speichern? Ist schon leer? Gut. Da war gerade wieder ein Füchschen, aber ich glaube, der hat gar nicht das, was wir brauchen. Nützlich für eine alte Rezeptur. Ja. Die wir von den Nomai oder Umai oder sonst irgendwo her haben. Vielleicht aber auch vom Sonnenfeuer. Man weiß es nicht mehr so genau. Leider in den Überlieferungen abhandengekommen. Gut, weiter geht's. Ach, guck mal, ein Füchschen ja gut. Also wenn wir direkt zwei hier am Start haben. Warte mal, welche Pfeile nehmen wir? Die dürften reichen für einen Fuchs. Oh, Motor-Aim sei Dank, ne? Lecker. Gut, speichern, die Gegend nochmal genauer sondieren, würde ich sagen. Nämlich nur diese komischen Panzerdinger da. Da, Panzerwanderer. Wenn das auch einer nimmt, er mir aber nicht. Ah ja, guck mal. Wer hat Bock auf mich? Kann das sein? Dann habe ich Bock auf dich, Baby. I've got you, baby. Schade. Das wäre geil gewesen. Geht halt nicht. Das ist ein durcheinander, ne? Der Kleine. Kann das sein? Oh, da kommt sein Kollege. Ich höre ihn. Hey, 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 hey. Easy going, Freund. Easy going. Oh, jetzt habe ich den Heiltrank schon getrunken. Ich hätte nach oben drücken sollen. Mal sehen, was für ein Fleck lässt. So, guck mal. Da ist noch so ein freundlicher Helfer. Alter. Gib mir die Knarre. Shit. Gib mir
dir jetzt halt mal die Munition aus. Hey, die überhitzt doch. Kühl die Nacht wieder. Das Nora-Outfit, das schützt gegen Nahkampfangriffe. Scheibenkleister, der macht immer keine Nahkampfangriffe. Okay, gib's mir. Gib mir Honigkuchenpferde. Hm? Alter, okay, pass auf, Kollege. Kann das auch ganz ohne. Das ist keine billige Tech-Knarre. Da ist eine extra Kühlung dran. Ja, das glaube ich auch. Außerdem stand da eben irgendwas von wegen, der hat Feuerprobleme. Ne? Rotes Licht bedeutet Ärger. Der braucht sich nicht bewegen, weißt du? Das ist unfair. Tschüss. Habe ich mich mal eben aus deiner Schusslinie rausgezogen. Da kommt was von rechts. Das wollte ich aber zuerst sehen. Gut. Wir nehmen einen Bumpfall. Jetzt fängt der auch noch an. Alter, ich dachte nur einer hat eine Knarre. Hast du nur noch von meinem Kleinen? Tschüss. Ich hau eben ab. Krieg mal was. Ach shit, ich habe hier diese Pfeife angewählt. Okay, geht hier oben. Oben geht auch nicht. Super cool, ne? Ah, ja. Hayabusa, geh mal kurz runter. Dahin meine ich. Und? Okay. Nee, ich brauche ein paar Blümchen. Der Gegengift-Tank, halt dich. Echt? Okay, cool. Nee, macht Spaß. Ich habe gar keinen Heiltrank. Doch, der einen habe ich. Okay, den darf ich nicht saufen. Ich habe eigentlich weniger. Warte mal, ich muss eine Waffe, glaube ich, in die Hand nehmen. Nee, doch, da. Nee, auch nicht. Muss ich schlagen? Muss ein Feind da sein, damit ich sehe, inwieweit meine Heilkräfte aufgepumpt sind. Doof. Was ist das geil? Das macht Laune. Jetzt geht er gerade hier vorne lang, okay. Schält er gleich da hinten rum und wir machen mal direkt noch dabei eine Feuerfalle. Hat er ja angeblich Probleme mit. Ist halt pyrophobisch. Mit Angst vor Feuer. Ja, Womit, das geht manchmal nicht anders. Also, da bin ich dann wie ein Beuteltier. Kann da nicht anders. So, wo ist eigentlich sein zweiter Kollege? Ich meine, der hier bemerkt ja jetzt gleich erstmal, dass irgendwas nicht stimmt. Er hat mich ja noch gar nicht in Verdacht. So, das war der. Jetzt haben die da hinten aber auch schon irgendwie Alarmung. Alten Verderbnisfall doch komplett einfach mal verdrängt. Jetzt wird der Felsen angegriffen, das ist blöd. Aber es ist auch in Ordnung. Ich springe direkt hin. Okay. Alles gut, mir geht's gut.
geht's, aber ganz klar. Schieß das Ding dahin. Muss mal los, Baby. Muss mal was sehen, okay. So, wir haben nichts mehr zum Schnabulieren. Das ist blöd. Irgendwas habe ich aufgedeckt, das ist auch blöd. Irgendwas kommt von hinten. Da drüben. Boah. So ein Langbein oder so, ich weiß nicht. Was kommt er denn jetzt hier angepanzert? Alter! Hey, mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet, wirklich. Mit dir hier? Nein, 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 nein! Boah, der bringt mich um den Kleinen. Zirbelzopf. Shit. Langbeine. Oh, zwei Langbeine. Jo, ich habe echt voll die Kacke am Dampfen, Freunde. Scheibenkreise. Und keiner. Oh, das war blöd. Ich hing fest. Das ist ein komischer Container. Okay, 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 okay. Alles gut. Fuck, Alter. Das ist gut, okay. Boah. Faszinierend, Shit. Wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Oh, geil. Habe ich ja wieder den perfekten Einstieg gefunden. Meine Herren, ey. Buh. Perfektioniere dein Können als Maschinenjägerin in Jagdgebieten. Habe ich ja gerade. Okay, ich glaube, ich komme nicht drum herum, mir noch ein paar Blümchen zu sammeln. Und mein Heiltrank. Okay, wollte ich gerade sagen, ist weg, aber... Können wir noch ein paar werfen. Wir haben genug Steine. Wir haben immer noch diese eine Schatzkiste. Apropos Schatzkiste. Draht. Schön. Brauchen wir nichts Besonderes, okay? Hatte gedacht, da gäbe... Ach, ich habe meine eigenen Steine hebe ich auf. Super. Holen wir uns mal ein paar Gänseblümchen. Das brauche ich vielleicht noch. Ja. Das Geschenk. Textnachricht von Blablabla. Ich wollte mich für dein Geschenk bedanken, aber aus anderen Gründen, als du denkst. Erinnern wir uns, als ich sagte, dass ich mich für diese Schlacht verpflichten und kämpfen müsse, dass es feige sei, es nicht zu tun. Daraufhin hast du alles illegal beschimpft, illoyal beschimpft und für mehrere Tage vor die Tür gesetzt. Also ich blablabla. Bedanken, Sprech, Rekruten, Partner. Okay, tschüss. Interessiert mich wirklich nicht. Scheint eine coole Geschichte zu sein, die da ab und an im Hintergrund läuft, aber ich bin an Fakten interessiert und nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten. Was wird ihm geholfen? Oh, schön. So, da hinten runter, da sind unsere beiden. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Hier läuft der um die Ecke. Wo kommt der zweite her? Ihn eventuell separieren. Diese Separierlocken. Schon.
Der hat mich echt abgebrochen. Kommt auch schon so ein Panzerwanderer, also mit dem Separieren, das wird schwer. Der hat gesessen. Ja, ich komme nicht nah genug ran, ne? Komm mal hier hin. Schauen wir mal, ob wir jetzt deinen Garten vorbekommen. Das wird für Verwirrung sorgen. Uah, das wird Spaß machen, Freunde. Shit, bin ich auch gerne. Oh, komm ein bisschen näher, kleines Kätzchen. Komm. Oh, kleines Kätzchen. Noch besser. Geile Chance. Hut! Was ist das? Alter! Was sind das für Waffen? Okay. Die Verarsche mit dem haben sie mir nicht ganz abgekauft. Oder haben sie da? Also ich meine, haben wir eine? Einen haben wir weg, ne? Nee. Immer noch nicht. Sie. Nein, die kommen nicht. Die hängen da rum und wissen nicht genau, was los ist. Du bist das schwächste Glied in der Kette. Jetzt habe ich hier noch ein paar mehr. Erst mal durchatmen. Ja, stinkt ganz schön, ne? Aber gut, dann habe ich. Dann bleibt der da. Am Pip ist vorbei, nicht? Aber immerhin auf die Schulter, alles klar? Durchatmen, Aloy. Hat er ein kaputtes Bein? Fürs Erste bist du sicher. Schießen kann er anscheinend auch nicht mehr, wa? Warum bin ich nicht so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Warum bin ich nicht so fröhlich? So fröhlich war ich nie. Ja, wenn der offene Kampf nichts bringt, ne, dann müssen wir da mal ein bisschen nachhelfen. Oh, dem müssen wir jetzt einen Sprenger geben, sonst. Na, Mist, da unten. Weg hier. Wow, das war fucking knapp. Da hinten links hat sich auch irgendwer aufgebaut. Da rein. Nicht ganz. Immerhin. Shit. Oh, hier Autohelm. Habt ihr das gesehen? Wer kommt von da? Ach. Genau. Ich bin längst weg.
nein. War klar. Nein, kein Stein werfen. Philipp. War cool, oder? Ich fand das geil. Boah, Alter. Okay, wieder ein paar Blümchen sammeln. Dann schauen wir mal. Vielleicht können wir sogar noch ein bisschen mehr herstellen. Habe ich denn noch was? Ich glaube nicht. Trinke, Gesundheitstrank, leider. Dreimal fettes Fleisch fehlt. Ja, schade. Okay. In der Gegend sind auch gar nicht so viele Heilpflanzen. Naja. Ausstattung ist soweit in Ordnung. Alles klar. Soweit geblieben. Schön. Schon mal so ein bisschen eingrenzen, weil ich würd mich mit denen hier prügeln. War ja echt gut. Mal schauen. Dass wir hier einfach schon mal präventiv ein paar Fallen setzen. Wir können ja dann versuchen, die da hinzulocken. Aber wo hier noch diese beiden Schleicher da eben kamen, das ist mir fast ein Rätsel. Guck mal, Heilpflanze. Geil. Nehmen wir mal direkt mit. Na, wird noch nicht auf uns aufmerksam, okay. Bam, 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 bam. Hier tun wir hier noch ein Bein. Oh, warte mal. Man kann es ja mal probieren. Das kann ich gut gebrauchen. Ich war doch eben nur ein Füchschen. Gar nicht mal so ein schlechtes Gebiet hier, ne? Sichern wir uns mal sowas wie einen Rückzug zum Ort. Das war blöd.
Ich hoffe mal nicht, dass ich die da jetzt noch wild kriege. Gut. So, lasset die Späßchen beginnen. Wenn ich jetzt speichere, merkt ihr sich das, was ich hier gemacht habe, oder? Ich verbrenne. Wir gehen erstmal aus dem Weg. Wie? Nix da. Jetzt wird hier auch auf die Trommel gehauen, auf die Kacke geklopft, oder wie auch immer. Jetzt will ich's wissen, Freunde. Jetzt oder nie, her mit der Marie. Na komm, du hältst doch da jetzt gleich ein Päuschen. Der ist echt sauer. Noch hat er seine Knarre. Blöd ist, dass ich den nicht irgendwie anvisieren kann, verstehst du? Gerechnet, was? Puh, Alter, so, für den nächsten brauchen wir den. Rein theoretisch sollten wir. Jude, grüß dich. Hab gerade keine Zeit. Hab was zu tun. Oh, da gibt's was zu holen. Geil. Wo ist denn sein Kollege? Ganz ruhig. Da ganz hinten. Russia, okay. I don't speak Russian. And my English is very bad. But it's nice to have you here. Enjoy and look. Oh, and have fun on all my fields. Sehr schön. Das macht die Sache etwas leichter. Ja, finde ich auch. Alter, habe ich jetzt ein Schwein gehabt. Da oben ist noch so einer. Warte mal, Heilpflanze. Ja, damit. Wo sind die denn alle hin? Die Riesenviecher. Die können doch nicht einfach so hups. Oder hat sich das jetzt alles resettet? Dann wäre ich aber ein bisschen sauer. Ne?
Sache endet hier. Sehe ich aus. Voll reingelaufen. So ein Scheiß. Aber ich vergesse auch andauernd diese Fallen, ne? Die ich einfach so setzen kann. Brauche ich gar nicht so großartig rumschießen. Aber hatte sich das resettet, weil ich rausgegangen bin? Es waren wieder beide da. Die großen Viecher waren weg. Was war das? Seltsam war es, auf jeden Fall. Puh. Oh, Kinder. Wisst ihr was? Gönnt mir eine ganz kleine Pause. Ich schalte mich hier mal weg. Lass mal ein bisschen Dampf ab.